Das Bonifatiuswerk feiert seinen 175. Geburtstag. Als Hilfswerk für den Glauben und die Solidarität sind wir hier in Regensburg gegründet worden. Deswegen sind wir hier und haben hier in diesem Jahr die bundesweite Diaspora-Aktion eröffnet, die am 17. November überall in Deutschland gefeiert wird. Erzähle, worauf du vertraust. Das ist in diesem Jahr unser Leitwort. In einer Zeit und Welt, wo wir von Kriegen und Krisen geschüttelt werden, immer mehr und immer wieder neu, ob in Politik, in der Kirche, in der Gesellschaft, brauchen wir Vertrauen. Worauf können wir uns verlassen? Was gibt uns Halt und Orientierung? Wem kann ich trauen? Und davon zu erzählen, dazu möchten wir ermutigen. Und das Zweite, mit unseren Projektpartnern und internationalen Gästen aus Nordeuropa, aus dem Baltikum und in Deutschland unterstützen wir dank der Spender und Spenderinnen zahlreiche Projekte. Über 1000 waren es im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr steht beispielhaft das Caritas Hospiz in Heiligenstadt im Mittelpunkt. Dort, wo ernsthaft erkrankte Menschen begleitet werden. Einen Ort zu finden, wo ich auch menschenwürdig Abschied nehmen kann. Wo ich einen Ort des Gebetes finde, der Begleitung und der Beziehung, der Nähe, um Kraft und Trost zu bekommen für diesen Weg. Dazu darf ich Sie auch bitten, das mit zu unterstützen. Ich sage, vergelt's Gott, nehmen Sie mit uns ins Gebet. Haben Sie Interesse für das, was in der Diaspora ist? Vertrauen tut Not. Wir vertrauen Ihnen, vertrauen Sie auch uns.